Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich mache mich jetzt fertig für einen Spaziergang. Bei uns sind heute frühlingshafte Temperaturen und heute bin ich ausnahmsweise mal früh dran. Babys waren auch schon kurz draußen hüpfen und jetzt wollte ich auch noch eine Runde drehen. Vorhin hat sogar die Sonne geschienen, aber mittlerweile hat sich es ein bisschen zugezogen, aber es ist auf jeden Fall trotzdem noch mild von den Temperaturen. Und ich trage heute meinen neuen Mantel von Shein. Das Besondere an dem Mantel ist, dass er Knöpfe hat und keinen Reißverschluss zum Zumachen. Mir geht er jetzt bei meiner Größe auf jeden Fall übers Knie und ihr habt hinten auch noch mal eine Kapuze. Den Mantel, den gibt es noch in einer anderen Farbe. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch und zwar ab 1. Januar einen neuen Rabattcode. Also der alte Code, den ihr von mir kennt, ist nicht mehr gültig. Stattdessen gibt es einen neuen Code. Und zwar mit Stark. Ich blende es euch unten ein und schreibe es auch nochmal in die Infobox. Bekommt ihr ab einem Bestellwert von 29 € 10% zusätzlich Rabatt und ab einem Bestellwert von 49 € sind es dann 20% zusätzlich Rabatt. Also mein Rabatt gilt immer zusätzlich zu den ganzen Rabattaktionen, die Shein ja sowieso schon habt. Also könnt ihr nochmal zusätzlich Geld sparen und dann zeige ich euch noch mein Outfit, wenn ich eh schon dabei bin. Das ist nämlich auch von Shein und zwar einmal diesen Pulli. Den finde ich besonders süß, weil er diese Babydoll-Optik hat mit, also bis zur Brust ein bisschen enger und dann geht es halt hier so ein bisschen weiter. Ich finde es immer ganz süß, wenn es hier so ein bisschen lockerer fällt. Und den gibt es auch noch in anderen Farben. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht den Pulli nochmal in einer anderen Farbe hole. Werde ich euch auch mal unten verlinken. Dann könnt ihr euch mal durchblättern, wenn ihr Lust habt. Und auch die Jeans ist wieder von Shein. Ich liebe ja die Jeanshosen von Shein. Die sind so bequem und passen mir perfekt. Und die hat auch so einen leichten Stretch-Anteil. Also die sitzt eigentlich wie so eine zweite Haut. Die habe ich in einer dunkelblauen Waschung bestellt. Und hier oben, ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr das sehen könnt. Da oben hat sie auch nochmal so eine Waschung. So ein bisschen Streifen. Und zeige ich euch nochmal so, wie hoch der Bund ist. Also sitzt super bequem. Die Ärmel von dem Pulli sind ein bisschen weiter und vorne habt ihr wieder ein Bündchen. Und ich finde ihn echt so süß und der fällt richtig schön. Ich habe mir noch was bestellt und zwar ein Kleid. Das zeige ich euch aber nach meinem Spaziergang. Das ist auch richtig süß. Jetzt geht es für mich aber erstmal los. Und ich kann euch das nochmal so vom Futter zeigen. Also hier innen ist es auf jeden Fall gefüttert und ihr seht schon, die Ärmel sind nicht gefüttert, aber ihr habt eben hier dieses Hündchen. Das ist so lustig, wenn die Babys draußen Hüpfenszeit haben, dann kommt die Lotte immer wieder rein und schaut, als ob sie den Erik sucht, der im Schlafzimmer unterm Bett ist. Mir sind übrigens gerade vorhin noch ganz viele Bücher eingefallen, die ich als Kind gerne gelesen habe. Das ist mir gestern so spontan, als ich eure Fragen beantwortet habe, gar nicht eingefallen. Die Bücher von Astrid Lindgren, die Kinder von Bullerbü, Madita, dann Michel habe ich gelesen, Anne. Da gibt es ja auch die Fernsehserie auf Netflix. Eine Reihe hieß Emily, glaube ich. Ich glaube, die hieß Emily. Aber Anne mochte ich lieber. Also die Buchreihe von Lucy Maud Montgomery. Spricht man wahrscheinlich anders aus, aber die mochte ich sehr gerne. Das ist mir jetzt spontan noch eingefallen. Ich habe früher so viel gelesen. Also ich habe jeden Tag wirklich so viel gelesen. Und ich war jede Woche in der Bücherei und habe mir jede Woche einen dicken Stapel Bücher ausgeliehen. Und habe das dann alles innerhalb von einer Woche gelesen und habe mir dann wieder neue Bücher ausgesucht. Jetzt lese ich gar nicht mehr. Also fragt mich bitte nicht, was aktuell mein Lieblingsbuch ist oder ob ich euch meine Bücher vorstellen kann. Da haben wir schon die Lotte. Möchte gerne zu ihrem Mann.
eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone asleep. So all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Dieses süße Kleidchen von Shein habe ich mir bestellt. Oben spitze, ein V-Ausschnitt, die Ärmel sind auch mit Spitze. Und da sieht man die Haut durch. Dann dieses süße Röckchen und dieses Band. Und die Strumpfhose ist auch von Shein. Bei den Strumpfhosen ist es genauso wie mit den Jeans. Also die finde ich richtig gut. Die sind nämlich sehr stabil und sehr haltbar. Zeige ich euch auch nochmal. Ich verlinke alles unten in der Infobox und ihr bekommt mit meinem Rabattcode STARK ab einem Bestellwert von 29 Euro 10% Rabatt und ab einem Bestellwert von 49 Euro 20% Rabatt. Shein verschickt alles kostenfrei, also ihr könnt kostenfrei bestellen und auch kostenfrei alles wieder zurückschicken. Erik ist immer, glaube ich, sehr energisch. Erik, was machst du denn? Muss ein bisschen sanfter sein. Bruno sitzt schon die ganze Zeit unter der Couch. Er weiß schon, dass er Bruno heißt. Emmy saß gerade unter dem Ohr von Erik. Jetzt bin ich ja gespannt, was passiert. Wenn der Bruno merkt, wer da neben ihm ist und sich putzt. Erik kriegt eh nichts mit, wenn er sich putzt. Da ist er völlig abwesend und völlig aufs Putzen konzentriert. Schade. Ich finde es immer so lustig und süß, wie gern die Babys auf irgendwas drauf liegen. Und sei es der von Erik zerknapperte und zerfetzte IKEA-Katalog, den er auch noch runtergeschmissen hat. Das ist jetzt für die Emmy das perfekte Kissen. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Einige von euch hatten sich ja dafür interessiert, wie es zustande gekommen ist, dass über uns ein Beitrag im Fernsehen gebracht wurde. Und wie genau die auf mich aufmerksam geworden sind, das weiß ich selber nicht. Ich hatte auf jeden Fall am Freitagabend, also frühen Abend oder späten Nachmittag, je nachdem, wie man sehen möchte, hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach, dass eben das Bayerische Fernsehen daran interessiert ist, einen Beitrag zu machen für die Abendschau um 18 Uhr über unser Leben halt. Mein Leben mit den 5 Kaninchen in der Wohnung. Und ja, ich habe dann daraufhin geantwortet. Und dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht für Samstag. Dann haben wir miteinander telefoniert, auch nochmal besprochen, wie der Beitrag aussehen soll, was die da gerne bringen würden, was die sich vorstellen. Gleichzeitig war es eine Art Interview. Also ich habe gleichzeitig auch schon Fragen beantwortet. Wir haben so circa eine Stunde telefoniert und haben dann den Termin für den Dreh ausgemacht. Das war der Dienstag. Das sind dann... Also da ist dann das Fernsehteam zu mir gekommen und hat dann eben für den Beitrag gedreht. Die waren so circa 2 Stunden bei mir und der Beitrag, der geht ja 2,5 Minuten
Und ja, so kam das Ganze zustande. Also ich wurde vom Bayerischen Fernsehen angefragt. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.